Okay, mein Freund, grüß dich. Grüß dich. Alles gut, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf, Bruder. Mein erster Gast im Studio. Vielen, vielen Dank, Digga. Und ich freue mich, dass wir die vielen schönen Gespräche, die wir privat schon hatten, endlich mal festhalten können. Dass die Leute mal ein bisschen lernen. Von ja, mein Freund. Und Chris Nix. Ja, okay, mein Freund, bevor wir anfangen, erzählst du uns, wo du geboren bist und wo du aufgewachsen bist. Okay, ich bin in Hamburg geboren, Hamburg-Eppendorf. Okay. Und den ersten Teil meiner Jugend auch da aufgewachsen. Weißt du noch, in welchem Krankenhaus? Bethanien-Krankenhaus, das ist ein kleines Krankenhaus direkt neben dem UKE. Ich frage, weil ich bin, auch in Augsburg, ich bin da auch geboren, aber nicht in Bethanien. Deswegen frage ich geil. Nee. Ja. In welchem Jahr war das? 77. Was für ein krasses Jahr für den deutschen Hip-Hop. Später, ja. Okay. Born and raised in Hamburg City. Mhm. Hast du immer in Hamburg gelebt oder bist du auch mal weg? Nee, ich habe immer in Hamburg gelebt. Ja, ne? Ja. Immer in Hamburg. Ja. Okay, mein Freund, heute habe ich ganz viele Fragen und wir fangen an mit der guten Mongo-Clique. Alles klar. Erstmal, wer war, oder ich sag dir, wer ich glaube, wer bei der Mongo-Clique war, und du sagst mir, wen ich vergessen habe. Okay. Auf jeden Fall du. Mhm. Bo. Mhm. Bo. Sammy. Ja. Eisfeld. Ja. Ben Kenobi. Nicht? Nee. Nein? Nee. Okay, wer war alles bei? Wer war wirklich Mongo-Clique-Mitglied? Ich habe einen kleinen Spickzettel, weil es auch 25 Jahre her. Hau mal auf. Also, Bo war Mongo-Clique. Ja. Sammy war Mongo-Clique. Der Produzent Tropf, ja, der auch jetzt Jan seine Sachen macht, der war Mongo-Clique. Tim Beam, der später Eimsbusch gemacht hat. Mhm. DJ Dynamite, dann Thompson, Goran, ja. Diggensack, Enter, Sticky, mhm, Grüße an alle natürlich, Dendemann war Mongo-Clique. Oha, echt? Dente? Dendemann war Mongo-Clique. Ferris MC war Mongo-Clique. Ja, Mann. Mr. Schnabel war Mongo-Clique. Oh. Howie like it. Howie bei Mongo-Clique. Cool Kids. Alles klar. Der Sprüher. Ja. Und Eisfeld. Jan Delay. Okay, das ist die offizielle... Das ist die offizielle Mongo-Clique. Okay. In welchem Jahr habt ihr euch formiert? Oder wie habt ihr euch dort kennengelernt? So eine große Bande. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das ist alles so ein bisschen entstanden zur Jungfernstieg-Zeit damals, ja, wo wir ja auch Jungfernstieg waren als 13er und die 13er, die Crew, die gab es schon. Es gab die 13er schon vor der Mongo-Clique? Genau. Okay. 13ers, wir haben uns 96... Kannst du kurz, sorry, erklären, was die 13er sind? 13ers ist eine Hip-Hop-Crew aus Hamburg, mhm, sehr viel Graffiti-Sprüher drin, aber auch Skateboarder, DJs, Rapper. Also es ist wirklich so eine Hip-Hop-Crew, sage ich mal. Ja. Also da waren auch Leute, die haben gar nichts mit Hip-Hop zu tun gehabt, einfach nur Hänger, ja, die immer bei uns rumhingen so. Und genau, das ist 13ers, das ist am Jungfernstieg entstanden in Hamburg. In den 90ern? 96. Okay. 1996 ist das entstanden. Ja. Und in welchem Jahr ist Mongo-Clique entstanden? Weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber ich denke, das war 98. Okay. 97, 98 ist Mongo-Clique entstanden. Gab es da schon Eimsbusch? Nee. Also die Mongo-Clique war auch vor Eimsbusch? Ja, Eimsbusch ist so, vielleicht zeitgleich ist das so alles entstanden. Das kam ja durch dieses Eimsbusch Basement. Mhm. Also das war ja die Wohnung, wo Sammy gewohnt hat, mit Tropf und Tim Beam. Die haben zu dritt da gewohnt. Okay. Wie alt waren die ungefähr? Oh. Ja, halt, ah, auch 77er sind das, ne? Ja. So 20? Ja. Anfang 20? Ja, ja. So okay. 20. Und da war aber Sammy Deluxe noch kein bekannter Rapper? Oder nee, schon? Nee, da hat Sammy noch auf Englisch gerappt. Ja, okay. Da hieß er noch No Nonsense. Niemals? Doch. Ich höre das echt jetzt? Das war No Nonsense und das war noch nicht auf Deutsch. Das war sein Künstlername, oder was? Ja, die Gruppe. Wer also war das war er mit DJ Dynamite. Okay. Und ich glaube, Tropf war auch schon dabei. Okay, also Dynamite Deluxe hieß damals No Nonsense, genau, sozusagen. Genau. Okay.
Und das ging alles so ein bisschen los, eigentlich durch einen Zufall. Ich kannte Sammy schon ewig, weil der kommt ja auch aus Eppendorf. Ja. Und Sammy und ich waren mit 5 Jahren zusammen beim Judo. Okay. Wo wir beide 5 waren oder 6. Haben wir Judo zusammen gemacht. Da haben wir uns kennengelernt. Und dann bin ich ja später zum Skaten gekommen. Ja. Und Sammy ist auch zwischendurch geskatet. Dann hat man sich immer mal wieder gesehen. Okay. Dann war er in meiner Schule. Wir waren in der gleichen Schule. Welche Art? Jahnschule. Mhm. Und dann hatten wir, also wir hatten, waren jetzt nicht so jeden Tag zusammen oder so. Wir kannten uns eben ewig lange und hatten auch Sympathie. Und irgendwann waren wir am Jungfernstieg. Und wir brauchten irgendwie was zu rauchen. Und dann meinte Goran, ja. Du, Sammy und Goran. Nee, das waren Goran, ich glaube Thompson und so und ich. Goran ist der Grafiker von Deluxe Records, ne? Gewesen. Auch, genau, Deluxe Records später. Ja. Und Goran hat ja auch viele andere Sachen gemacht. Der hat ja, glaube ich, auch das Jan Delay Logo gemacht. Genau. Und ihr wolltet was zu puffen holen. Genau, wir brauchten was zu puffen, wieder auf Junk, alle am Stieg, die 13er sozusagen und Crew und war irgendwie, ja, Sammy hat irgendwie was so. Da können wir mal vorbeifahren. Ah, okay. Das ist alles verjährt, deswegen können wir da gehen. Genau. Und dann sind wir hingefahren zu ihm ins Basement oder in diese Wohnung. Ich kannte die Wohnung durch Zufall, weil ein anderer Kollege, der Kleptomanics erfunden hat, Julian, der hat davor in der Wohnung gewohnt. Und dann kam ich in die Wohnung und war so, hä, hier war ich doch schon mal so. Und dann so, ah, okay. Und da haben die dann praktisch da gewohnt. Also Sammy Tropf und Tim Beam. Krass. Und vor dem Fame noch halt. Das war vor Fame, vor alles. Okay. Das war vor irgendwas. Das war wirklich Weto und so. Und Sammy hat da gerappt. Ja. Und hatte da schon Plattenspieler und so. Und ja, dann sind wir praktisch so connected. Wir haben Musik zusammen gehört und den gleichen Musikgeschmack sozusagen gehabt, haben super geflasht die ganze Zeit und das kam dann so, dass Sammy und ich wieder in Kontakt kamen. Und wie ist aber, Sammy ist ja Teil der Mongo-Clique gewesen und von Ives Bosch. Wer war von euch denn, der gesagt hat, okay, wir sind jetzt Mongo-Clique, wer hat den Namen erfunden, wer hat das Logo gemacht, ihr habt ja irgendwann angefangen euch zu formatieren als Crew. Wie hat es angefangen, dass ihr gesagt habt, wir sind die diese Jungs, wir sind die Mongo? Das ging dann ein bisschen später. Also zu der Zeit kamen dann immer wieder welche von uns unten ins Basement und so. Ja. Bo kannte ich auch schon vom Sehen, weil Bo früher, ich war ja früher Skater. Tobi und das Bo. Tobi und das Bo. Und die sind mal aufgetreten in der E-Punkt-Halle. Au, die haben ganz auch bevor. Erzähl mal bitte kurz für die, die es nicht wissen, was die E-Punkt-Halle ist. Die E-Punkt-Halle ist eine Skate-Halle in Hamburg, die in den 90er Jahren super bekannt war. Ein Skate-Team hatte. Digga, das war der coolste Ort Hamburgs. Sozusagen. Ja, war schon Hotspot. The place to be, Digga. Und genau, da sind Bo und Fettes Brot aufgetreten an einem Abend. Und wir sind die Skater irgendwie cool mit Bo sofort gewesen, haben mit denen dann da gesoffen und da hatte ich den ersten Kontakt mit Bo sozusagen. Das war aber auch, da waren die noch Tobi und das Bo und noch nicht so super large. Ja. Weil wir waren ja auch immer auf den ganzen Jams. Dann früher gab es noch diese Hip-Hop-Jams, was du da hingefahren bist. Ja. Und da ist das praktisch losgegangen. Das heißt, da kam ich Bo schon und irgendwann kam der dann auch zum Basement dazu. Wahrscheinlich über Jan und so. Also Sammy war schon immer cool mit Jan. Ich kann dir nicht mal ganz genau sagen, wie das dann so passiert ist. Ich glaube, also Sammy zum Beispiel, das ganze Eimsbusch-Ding ist ja eigentlich mit Sammy seinem ersten Mixtape losgegangen. Sammy hat das erste Tape rausgebracht mit Pures Gift, glaube ich, war da auch drauf. Und das waren so, ich glaube, 5, 6 Songs auf dem Tape, wo er das erste Mal auf Deutsch gerappt hat. Und das Ding haben wir echt verfeiert, so, weil er war der Erste, der auf Deutsch geil rappen konnte, meiner Meinung nach. So, es war der Erste, wo einfach Flow war, so der Ami-Style, weißt du? Auf jeden Fall. Davor war das ja immer noch so dieser Anhang. Es gab vor Sammy nichts Vergleichbares in Deutschland, auf gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Das hat schon seinen Grund, ne? Auf jeden Fall. Der zerfetzt früher. Genau. Und dann, ja, das Tape wurde, glaube ich, so gefühlt auch 100-facher Auflage oder so dann irgendwie gemacht und vertaped. Und zu der Zeit hingen dann immer schon mehrere Leute da rum. Und das Mongo-Klicken-Ding ist eigentlich entstanden durch, also ich bin dann damals darauf gekommen, weil ich Zivildienst gemacht habe. Und beim du bist richtig Gründungsmitglied, ne? Also ich hab das gegründet sozusagen, ja. Das war meine Idee. Das kam aber, die Idee kam wiederum auch durch Skaten, weil es früher einen Skater im Ruhrpott gab, den haben wir Mongo genannt.
weil... Ich weiß es nicht, warum. Es war halt so. Der war ein super guter Skater, auch ein richtig cooler Typ, genau. Den genauen Namen weiß ich jetzt gerade nicht, so. Okay. Falls du siehst, der Grüße gehen raus, also. Ohne dich wäre das nicht entstanden. So. Genau, und der, das hatte ich dann irgendwie im Kopf und ich hing mit Bo rum gerade, übelst am Flashen und Smoken und Saufen. Und dann waren irgendwie so, ja Digga, wir müssen eine neue Crew aufmachen. Und ich hatte, ich habe Zivildienst gerade gemacht und bei dem ich Zivildienst gemacht habe, Jens hieß der, der hatte Muskelschwund und saß im Rollstuhl. Und der hat aber auch Musik gemacht. Der hatte da, wo er gewohnt hat, bei mir um die Ecke war das, in so einem Heim, sag ich mal, da hatte der im Keller ein kleines Studio und hat so experimentelle Musik gemacht, so Freak-Musik. Mhm. Aber der Typ war super cool und der hatte einen orangenen VW-Bus, einen legendären Bulli. Und diesen VW-Bus, den konnte ich mir übers Wochenende manchmal leihen. Er war so cool mit mir praktisch. Ja. Mit dem habe ich auch mal dann eingesmoked, so, damit er ein bisschen mehr Futter hat und so. Also es hat ihm sehr gut getan. Ja. Und wir waren dann immer mit dem VW-Bus unterwegs. Irgendwie Bo abgeholt oder die Jungs alle in den VW-Bus rein und durch die Gegend gefahren. Ja. Und das war eigentlich so der Flash. Und dann war ich mit, mit Bo irgendwie da. Und dann war so, Digga, wir müssen eine Crew aufmachen. Wir sind alles Mongos. Lass mal Mongos. Gab es zu der Zeit in Hamburg andere Hip-Hop-Crews? Ja, sicher. Da wart ihr die erste. Also es gab ja viele eher Graffiti-Crews. Das kann ich nicht genau sagen, ob es irgendwo gab es bestimmt Hip-Hop-Crews. Also, aber ihr wart, also für mich und meine Generation, ich bin 6 Jahre jünger als ihr alle, ihr seid auf jeden Fall die erste Hip-Hop-Crew in Hamburg, die Welle gemacht hat. Also, so muss man das sagen, ne? Die erste mit richtig Fame. Die erste ordentliche, wo Fame war, aber das kam ja dann auch wirklich, das war dann, weil da so viele Rapper und dann immer mehr Leute reinkamen. Ja. Aber nochmal zurück, Bo und ich praktisch, wir saßen da und war so Flash, Mongo-Clique und Bo war genauso krank, er war so, ja Digga, Mongo-Clique, lass mal Pullover machen. Und dann war das so, dass wir irgendwie nach Altona gefahren sind. Ins Mercado. Im Mercado unten in Altona war so ein Laden, weißt du, wo du deine T-Shirts einfach drucken lassen kannst. Du jetzt nicht so professionell, sondern du gehst hin. Und wir haben dann irgendwie diese komische Schrift da ausgesucht, diese Huibu-Gespensterschrift und irgendwie die Krone oben drüber gemacht. Geil. Und haben, glaube ich, 10 Pullis am Anfang gemacht oder so. Ehrlich so, ne? Also gar nicht mit Logo gemacht und so, sondern da vor Ort gefasst. Da vor Ort das Logo praktisch. Wie auf dem Dom, so ein bisschen. Ja, genau. Original Dom-Style. Also, Zeig mal die Stimme.